baut man sich eine Existenz auf? Und wie gehe ich so eine Auswanderung oder ein Leben im Ausland überhaupt an? Um all das geht es in diesem Muttersprache-Podcast. Neben vielen Infos rund um das Thema Auswandern gibt es hier im Podcast Interviews mit Menschen, die diesen Schritt schon erfolgreich gemacht haben und diesen Traum bereits leben. Mein Name ist Monique Menesi und ich bin sogar mehrfach Auswandererin und mehrfach Unternehmerin. Und ich helfe Menschen bei diesem Schritt, sich beruflich erfolgreich im Ausland aufzustellen. Und hier geht's gleich in die nächste Folge. Viel Spaß, deine Monique. Herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast und ich bin immer excited über meine Gäste, aber heute bin ich wirklich ganz besonders aufgeregt und happy, weil ich dieser Person, die jetzt hier auf der anderen Seite sitzt, schon sehr lange auf Instagram folge und das Gefühl habe, wir sind best friends. Also ich folge dir durch alle deine Höhen und Tiefen und denke immer, die ist so cool, die Frau, ich mag die total. Und irgendwie habe ich gedacht, jetzt, ich habe immer schon mal gedacht, die muss ich im Podcast haben, aber irgendwie war jetzt die Zeit reif und da ist sie, die Gina. Hallo, liebe Gina. Oh mein Herz, ich weiß jetzt, das hast du mir, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. So eine schöne Liebeserklärung. Hallo, das ist so schön. Jetzt ist mein Herz total aus meiner Brust gesprungen. Wundervoll, vielen, vielen Dank. Und dass du mit mir hier deine kostbare Zeit teilst. Vielen, vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf. Wo bist du denn gerade? So, also. Weil nicht alle folgen dir, nicht alle kennen deine Geschichte. Wir fangen mal von hinten an und dann gehen wir zurück zum Anfang. Genau, also ich sitze jetzt gerade in unserem umgebauten Wohnzimmer in dem Fifth Wheel, also es ist ein RV, ein Camper, in Utah, Nähe Zion National Park. Also ich sehe jetzt quasi aus meinem Fenster fluffigste Wolken, blauster Himmel, ganz unglaublich große grüne Bäume und rote, kräftige, große Mountains, Berge vom Zion National Park. Und da bist du mit wem? Mit meiner Familie, meinem Mann, unserem Hund und unseren zwei Söhnen. Unsere älteren Söhne, wir haben Zwillinge, die sind 18 und unser Ältester ist 21, also drei Söhne, die sind in Anführungszeichen zu Hause geblieben. Wir haben ein Haus angemietet und dort sind jetzt die Großen, weil die haben ihren Job und die hätten ja auch gar nicht reingepasst und ich weiß auch nicht, ob wir uns auch so alle gut verstanden hätten. Hier und auf 42. Für die es nicht wissen, ihr seid erstmal ganz da. Also Fulltimer nennt man das im Englischen. Das heißt, genau. Ihr habt euer Haus verkauft vor ein paar Monaten und seid quasi komplett in diesen RV gezogen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, komplett naiv. Und ich finde, diese Naivität war ein absolutes Geschenk. Von heute auf morgen kam die Idee, dass wir doch einfach mal jetzt spontan unser Haus verkaufen sollten und alle Möbel, alles, was wir besitzen, mit dazu und dann ein komplett neues Leben starten. Und zwar dann, ich sage immer, auf der Straße. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, also on the road. An den schönsten Plätzen, die Amerika zu bieten hat. Und davon gibt es jede Menge. Fantastisch, genau. Es ist immer eine Frage, wie man es betrachtet, ne? Und es fühlt sich unglaublich gut an. Unglaublich. Vor allem sich von all diesen Dingen zu befreien und sich irgendwo auch neu zu definieren. Weil ein Leben, was man sich so aufbaut mit den Dingen, die man glaubt, brauchen zu müssen oder sich damit umgeben zu müssen, sich davon zu verabschieden oder Abstand zu nehmen und sich dann dort in diesem Raum, den man für sich kreiert, in dieser Leere, sage ich jetzt mal, sich neu zu definieren und Dinge zu hinterfragen. Und dann, wenn der Zeitpunkt kommt, neu zu bauen, zu kaufen oder wie auch immer. Aber jetzt lieben wir die Freiheit, die wir haben. Dadurch, dass wir das Haus verkauft haben, Gewinn bringt, müssen wir auch nicht arbeiten. Das heißt, wir können voll und ganz
im Hier und im Jetzt sein. Und man sagt das immer so lapidar, ja, im Hier und Jetzt sein, aber das ist schon eine Aufgabe, ne? Das wirklich alles voll und ganz auszusaugen, aufzusagen, alles, was einen umgibt, mit allen, wovon man auch gar keine Ahnung hat. Weil so ein Ohne auch Pfiff. schon wieder zu planen, oder? Was man so Exakt. als, das ist so schwer, weil man hat immer das Gefühl, man muss irgendwo ankommen. Und wie du gerade schon gesagt hast, da habe ich dich schon fast wieder erwischt, irgendwann wieder neu bauen oder so, weißt Ja. Absolut, absolut. Ich habe das Gefühl, so am Horizont so einen kleinen, you know, so eine Idee von was mal sein könnte. So eine Richtung ist ganz wichtig für den einen oder anderen. Und ich glaube, ich gehöre da einfach auch mit zu sagen, irgendwann, wenn der Punkt kommt, wo wir das Gefühl haben, jetzt ist einfach Schluss, dass wir dann viel Land kaufen und ganz klein bauen. Nicht groß bauen, sondern ganz klein bauen. Aber das ist in der Ferne und ne, aber das ist so die Idee, wenn die Jungs dann auch in die Schule kommen, weil die Kleinen sind jetzt 4 und 5 geworden. Das heißt, wir haben auch noch Zeit und alles, was jetzt so Schulsachen betrifft, das werde ich am Rand machen, so kleine Vorbereitungen. Ansonsten ja, einfach nur Urlaubsmodus und da glaube ich, da. Wirklich, da halte ich jetzt gerade auch den Finger drauf. Urlaubsmodus ist auch extrem anstrengend und da müssen wir auch, oder da fühle ich, sollten wir dann im nächsten Jahr auch ein bisschen das Tempo rausnehmen, weil wir jetzt immer eine Woche quasi reisen. Also wir sind eine Woche an einem Ort und dann reisen wir weiter. Wir sind hier zum Beispiel, sind wir jetzt 4 Tage und dann reisen wir schon wieder ab. Und diese Vorbereitung, unser Zuhause einzupacken, Bilder von den Wänden zu nehmen, aus den Regalen. Wir haben es hier sehr, sehr häuslich gemacht, was jetzt, wenn man jetzt auf das Reisen das jetzt so betrachtet, ein bisschen schon ein paar Herausforderungen hat, weil man dann halt immer wieder zusammenräumen muss, ne? Das ist sehr erfrischend, aber natürlich braucht man auch ein bisschen Ruhe. So normale Tage, wo man einfach nur sitzt und wirklich nur isst. Das fehlt mir persönlich. So mal ein Fotoalbum jetzt einfach anzulegen. Ich habe alle Materialien. Ich bin bisher nicht dazu gekommen, einfach mal zu sitzen und blöd in der Gegend rumzugucken oder die Schere in die Hand zu nehmen. Und da merke ich, da müssen wir uns doch schon ein bisschen mehr dran gewöhnen, dass das jetzt unser Lebensstil ist und nicht so, jetzt sind wir aber hier, jetzt müssen wir jeden Tag irgendeinen Hike machen, ansonsten lohnt sich das wieder nicht. Ne? Und da ein bisschen rauszukommen Das und ist ja Abstand aber auch zu. schwer, das ist man ja auch so gewohnt, ne? Ja. Ist das so, dass man das so kurz Urlaub hat und nicht, dass das Leben Urlaub ist im Prinzip, ne? Dass sich das so mischt, das ist so eine ganz neues Rewiren deines Gehirns irgendwie von der, und dein Mann ist Amerikaner, richtig? Da wahrscheinlich noch Ja. krasser, oder? So von. Absolut. Und du sagst da gerade was, weil ich weiß gar nicht, da war ein Moment, wo ich, also ich kann jetzt ganz offen sagen, vor 2 Jahren ist was mit mir passiert, da bin ich in eine Leere gefallen. Ich möchte jetzt nicht sagen Depression, weil ich möchte immer nicht so Titel vergeben, weil das ist dann sehr speziell. Aber das war wie eine Leere und ich war permanent müde, also wirklich so, so müde und habe mich schwer gefühlt und habe halt gemerkt, irgendwas stimmt da halt nicht, ne? Und da wollte ich raus. Und viele Leute fragen immer, Mensch, Gina, als das und das in deinem Leben war, hast du dir da Hilfe geholt oder so? Und ich bin da einfach so eigenbründerig und habe mich hingesetzt und mich absolut analysiert. Was stimmt hier nicht? Was können wir machen, dass du dich besser fühlst? Und da habe ich gedacht, Mensch, ich warte immer darauf, dass dieser Vorhang aufgeht von dem Büro meines Mannes, weil das war eine Glastür und da mussten wir einen schweren Vorhang vorhängen, damit er isoliert ist. Und ich saß dort quasi im Wohnzimmer, habe die Kinder betreut, saß aber permanent. Jetzt nicht wirklich im Über, also, ne, sondern habe mich halt gefreut, dass dann irgendwann dieser Vorhang, jetzt können wir Lunch essen, jetzt rennt er dann aber quasi wieder sofort ins Büro, ich räume auf und dann warte ich wieder, dass wir dann die Freizeit als Familie wieder miteinander genießen können. Und da habe ich mich einfach
pausiert gefühlt mit all meinen Bedürfnissen. Permanent ging es darum, Lunch zu machen, Wäsche zu machen, Haushalt und dann der Rest fehlte halt irgendwie. Und da war wie eine Batterie, war ich wie ausgelaugt. Ich habe da nichts für mich getan. Und ich glaube, das ist so allgemein Struggle für Mamas, aber ich bin dann nochmal so ein bisschen, ich bin so ein anderer Behälter, da kommt ganz viel Kreativität mit rein. Dieses, ich muss in der Natur sein. Das heißt, mein Bedarfsbehälter scheint etwas größer zu sein oder anders definiert, aber ich bin da schnell aus dem Gleichgewicht. Und da habe ich gesagt, so, weißt du was? Ich möchte nochmal die The Redwoods sehen. Ich möchte da und dahin. Weißt du was? Ich werde einfach die Kinder nehmen. Mark hat keinen Urlaub. Also bei Amerikanern ist es ja ganz, ganz gruselig, auch was so Maternity Leave und so betrifft. Eine Woche fürs ganze Jahr. So, da geht ja fast alles schon für Weihnachten rauf. Und den Rest? Ja, so. Und dann habe ich ihm das erzählt. Also, sorry, Schatz, aber ich möchte bitte reisen. Und ich möchte die Jungs mitnehmen. Ich möchte ihnen ein bisschen was zeigen. Ich fliege vielleicht noch nach Deutschland. Mein Papa ist ganz traurig, der möchte mich sehen. Ich mache das jetzt einfach alleine. Weil ich habe immer so auch so ein bisschen auf sein Feedback gewartet. Ne? Wie machen wir das mit ihm? Und ich muss, mach das ja. Ich bin einfach jemand, der Dinge zusammentut. Ich bin also total so one happy team with my husband. Also wir sind so ein my best friend everything und natürlich möchte ich ihn mitnehmen, natürlich. Aber dadurch habe ich mich abgeschnitten, dadurch habe ich mich total abgeschnitten und habe gesagt, ich mache das jetzt alleine und habe ihn das dann Ja, auch kein auch. Wunder ist, weil du bist ja auch quasi aus deinem Land in ein fremdes Land gegangen, wo du quasi noch gar nicht, also natürlich sind wir alle immer irgendwie connected in diesem Land, aber am Ende ist das trotzdem wie einen jungen Baum, den man irgendwo hinpflanzt, der hat die Wurzeln noch nicht tief. Und das ist einfach ein großer Unterschied, was so ein, finde ich, auch ein sehr klassisches Auswandererthema ist, ne? So von dem Gefühl her, dass da irgendwie, ja, was fehlt, ne? So. Ja, das Pulsieren irgendwie und genau, und ich habe ihm das halt eröffnet und dann schaut er mich, hatte ich überhaupt nicht erwartet, aber mit ganz großen Hundeaugen an und hat gesagt, ich möchte das auch. Und dann habe ich ihn angeguckt, ja, ich weiß und ich möchte dich auch dabei haben, aber wie soll denn das gehen? Wie lange seid ihr dann schon zusammen in den USA? Also du hast ja auch eine ganz spannende Liebesgeschichte, wie ihr euch kennengelernt habt. Und ich habe mit Regina vorher abgesprochen, dass sie uns ein bisschen über die Liebesgeschichte erzählt, weil sie wirklich so schön ist, um auch zu verstehen, wie es so, wie der Weg jetzt in deiner Reise quasi ist und warum die verschiedenen Bausteine ja jetzt so kommen. Und die ganz intensive Liebesgeschichte könnt ihr auf jeden Fall noch mal ganz im Detail nachlesen bei der lieben Janine, ich hier, du dort auf dem Insta-Profil. Und wir schicken natürlich diesen Post auch noch mal mit in die Shownotes. Also die Lisa füllt uns jetzt mal in ihre Kurzversion, die, glaube ich, schon richtig herzzerreißend ist, oder ein. Und dann, weil ich möchte unbedingt wieder so den Weg finden, wo du erzählst, was bei euch passiert ist und wie es wie dann auch die Entwicklung war, sich und auch so dieser innere Kampf da rauszukommen, und dahin zu kommen, wo ihr jetzt heute seid. Ja, es ist wirklich schwer, da irgendwie eine komprimierte Version zu finden, weil ja, also 2016 habe ich mich entschlossen, auch einen Cut zu machen und Abstand von meinem alten Leben zu nehmen und habe dann ein Praktikum, also ich hatte einen Marketing-Management-Job und habe den dann gekündigt, um als Praktikantin dann in den USA zu arbeiten. Einfach um Abstand von meinem normalen deutschen Warum Sein. USA? Hatte das Ja. einen speziellen Grund, dass es USA war? Also, siehst du, wir kommen von, ich sag's dir, das ist ganz gefährlich, hier irgendwie zu versuchen, Ja, ich irgendwas. weiß. Aber wir haben ja Zeit, ne? Also wenn wir zu lang sind, dann, ich meine, so spannend, dir zuzuhören. Also leg los, erzähl uns. Also meine Eltern haben, als ich 5 Jahre alt war, also die Wende, ich bin im Osten geboren, als die Wende dann war, sind meine Eltern das allererste Mal, ich weiß gar nicht, 92,
rüber in die USA, um zu gucken, ob es dann safe genug ist für ein Kind. So, und das war natürlich das absolute, ne, der absolute Knaller. Ja, also die USA für Kinder, kinderfreundlicher könnte es ja gar nicht sein, ne? Und dann durfte ich dann auch gleich mit als kleines Kind. Und dann durfte ich auch zu Disney World und Florida allgemein. Der Tourismus war ja gerade in den 90ern unglaublich. So, und dann sieht man, dann taucht man in diese Welt ein, diese touristische, aufgeblasene, bunte Welt ja auch irgendwo und geht in die Supermärkte, sieht diese ganzen Konsumgüter, ne? Es gibt da nicht nur eine Schokomilch, sondern da gibt es 18 Versionen, da gibt es nicht nur In einen kleinen Tropfen. XXL, ne? Alles, Also nicht diese kleinen Milchtüten, sondern richtig große Milchtüten. alles. Ja. Und bunt und alles voller Zucker, genau. Aber am Oh. Rande. Und alles, diese ganzen Details, diese unterschiedlichen Läden mit unterschiedlichen Gerüchen, ja, was ja auch ein Branding ist und all das, was man ja unterbewusst als Kind jetzt nur so mitbekommt und gar nicht weiter beurteilt, aber man wird da reingesaugt und es soll ja auch so sein. Und für mich gab es da kein Zurück mehr. Für mich hat sich da was auf meine Festplatte gebrannt, dass die USA einfach das Ultimative ist. Und ich wollte immer zurück. Und einfach die Freundlichkeit. Ich kann mich erinnern, da hatten wir auch einen Camper gemietet. Ich steige aus dem Camper aus, in einem ganz normalen 0815 Florida Neighborhood, steige ich als Fünfjährige aus diesem Camper aus. Und da kommt ein Jogger vorbei und hebt den Kopf, guckt mich an. Ich als Fünfjährige und sagt, Hello, good morning. Und ich, oh, ah, er hat mich angeguckt, er hat mich wahrgenommen und er ist freundlich. Was ist denn mit den Amerikanern los? Und das permanent, egal mit wem ich da in Kontakt getreten bin, hat mich in irgendeiner gewissen Form abgeholt. Ich habe mich da zu Hause gefühlt. Und das zog sich dann wie so ein roter Faden durch meine ganze Kindheit, durch mein Teenage-Sein, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie bin ich ein Alien. Also dazu muss ich auch sagen, gut, als ich möchte jetzt hier kein Ost und West, ne, aber ich hatte gestern auch das Gespräch, dass diese Werte, die ich in mir trage und im Westen groß geworden bin, ohne dass ich mir einen Titel oder meine Eltern jemals daraus ein Thema gemacht hat. Niemals, niemals. Die Werte waren aber einfach anders. Und es ist nicht so, dass ich ein Teil von dem oder dem sein wollte, sondern ich habe mich einfach anders gefühlt. Ja, nee, ich glaube dir das. Ich weiß, was du damit sagen möchtest. Das ist einfach nochmal so ein bisschen ein Stückchen mehr, ob das Gemeinschaft ist, aufeinander aufpassen ist, füreinander sorgen ist, auf den anderen schauen ist, für die anderen da sein. Ne? So all die Dinge sind doch nochmal ein bisschen anders aus der Prägung. Ich weiß genau, was du damit sagen möchtest, ohne das Sie jetzt, aber eher im Positiven ja, zu genau. umschreiben, Also, ja. wenn mich einer fragen würde, das ist die Kreativität, die einhergeht mit Dingen, mit wenigen Dingen, die zur Verfügung standen und die Wertschätzung den Dingen gegenüber, die man ja hat. Das war noch mal was anderes als na, so. Und damit würde ich mich auch gerne identifizieren, weil ich möchte ja auch minimalistisch sein. Das ist ja auch erstrebenswert für mich. Gut, wenn man das jetzt mit dem amerikanischen Sein vergleicht, was ja sehr konsumlastig ist, dann habe ich das für mich auch analysiert, dass so ein typischer Durchschnittsamerikaner auch nichts für mich wäre. Na, so, aber gut, wie auch immer. Um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Ich habe, denke ich mal, unbewusst, und ich glaube, das ist ein Punkt, was ja, was Spirituelles jetzt irgendwie mit sich bringt. Unbewusst hat sich bei mir was auf die Festplatte gebrannt, sodass ich mich in eine Richtung ausgerichtet habe, energetisch auch, dass ein Weg für mich schon in diese Richtung ging, nämlich zugewandt zu den USA. Und daher war für mich, wenn es darum ging, ein Auslandsjahr zu machen oder ein Praktikum oder Abstand zu nehmen oder irgendwo hinzureisen, dann war es für mich einfach auch die USA. Ne? Man könnte jetzt meinen, dadurch, dass ich in die USA wollte, habe ich mir einen Mann dort gesucht. Aber dem ist nicht so. Das ist, denke ich mal, alles energetisch gesehen, war das natürlich darauf ausgerichtet, aber nur, weil mein Herz schon dort war. Und
als ich dieses Praktikum angefangen hatte. Ganz spannendes Thema. Also ich finde das ganz, ganz toll. Sorry, aber ich hatte ein ganzes Jahr geplant und habe es nach einer Woche abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass dieses Umfeld, in dem ich arbeite, die Menschen, die dort arbeiten, sehr negativ und nichts mit dem zu tun hatte, was quasi auch ein Nest dessen sein sollte, wo ich mich nochmal verändern wollte. Und War ich habe das gemerkt, eine amerikanische Firma oder eine? eine amerikanische, sehr, sehr alte Firma. Boston ist ja einer der ältesten Teile der ganzen USA. Ne? New England ist ja das älteste USA. Und das Büro kann man auch so beschreiben, so ein typisches 50er-Jahre-Büro, ne? Dieser so im Film, wo dann noch so Zigarre geraucht wird. Dann hat man diese ganzen Akten-Folders und dann ganz, ganz dunkel. Und so hat sich das angefühlt. Und diese düstere, dieses alte. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte das ja gar nicht. Das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe, wo man ja auch vorsichtig sein muss, was so Vorstellungen betrifft. Und ich habe eine gewisse Erwartung, ne? Aber ich habe gemerkt, das ist nicht der Nährboden, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und es war eine ganz tolle Lehre auch für mich zu sagen, dieses Jahr war geplant. Ja, scheißegal. Ich fühle mich aber nicht wohl. Das heißt, alles, was ich mir bis dahin aufgebaut habe, ich glaube, über ein halbes Jahr oder 9 Monate ungefähr, mit WG suchen, mit mein Zimmer füllen, mit ganzen, sagen wir jetzt mal eBay Kleinanzeigen, hier heißt es Craigslist. Das war Okay. 2016. So, wie alt war ich denn da? Ich weiß manchmal auch gar nicht, wie alt ich eigentlich bin. Wie alt bist du denn? Ich werde 35 jetzt im November. Ja, genau, 29. Genau, weil ich eine Nacht hatte, ich hatte überhaupt kein Problem damit, das alles so zu sagen, ich breche das jetzt ab. Viele würden eventuell weitermachen und sagen, was sollen denn jetzt die und die denken? Ich hatte mich doch für ein Jahr verabschiedet. Ich habe eine große Abschiedsfeier gemacht. Das war doch geplant, da einfach zu sagen, aber na, ist doch aber scheißegal. Ging Du das denn musst mit dem nicht. Visum so einfach? Also wenn du so Ja. ein Internship-Visum hattest, ging das damit? Genau, da ich das einfach dann auch so kommuniziert an das Programm, was das Ganze Ah, quasi gefunden okay. hat und so, und das war auch kein Problem. Und dann so, aber in dieser Firma, mein einziger Halt, wo ich sofort eine Connection hatte, war Marc. Aber nicht, dass ich Ein jetzt Mann. irgendwie, mein Mann, sorry, genau, mein Mann. Aber nicht, dass ich jetzt irgendwie Interesse an ihm gehabt hätte, weil ich lebte ja noch mit meinem Ex-Freund zusammen. War einfach ein Zuhause und ich kann das nicht beschreiben. Die Schwingungen waren einfach da und ich dachte, ich möchte mit dem Mann mich einfach umgeben, weil er sich wie zu Hause fühlt. So. Aber er ist einfach mal fast 16 Jahre älter. Und dann hat er einfach mal 3 große Söhne. Also sie waren, damals waren sie noch 12 und aber ne, er hat quasi Kinder. Ja, klar. Und daher war das Interesse einfach überhaupt nicht da. Auf jeden Fall war er aber total hin und weg und da spannte sich dann da was auf und irgendwie eine Geschichte zur anderen. Wie gesagt, ich kann dann auch nicht aufhören zu erzählen, das Problem Ist wirklich. auch So, spannend, dir zuzuhören, ehrlich es gesagt. ist Also wirklich keep schwierig. going, keep going. Ich hatte denn mich entschieden, das ja auch nicht einfach so ausklingen zu lassen, sondern ich war Au-pair in Portland, Oregon und bin dann meine Gastfamilie quasi noch mal besuchen geflogen. Auf dem Rückweg wieder nach New York zurück, weil ich war ja in Boston quasi untergebracht, wurde mein Flug gecancelt um 10 Uhr abends. Und ich schrieb die ganze Zeit immer mit Marc einfach recht freundschaftlich und habe gesagt, ja, so, die haben mir hier so ganz lapidar so nebenbei gesagt, dass ich jetzt hier am Flughafen schlafen soll. Ne? Und dann habe ich gesagt, na, das wird jetzt spannend. Ne? Und dann hat er gesagt, nee, das machst du nicht. Ich hole dich jetzt ab. Und ich habe gesagt, wie? Das ist einfach mal 4 Stunden Fahrt, eine Richtung von Boston nach New York. Das heißt 8 Stunden Fahrt insgesamt für Mark jetzt, ne? Also mein Mann, damals Bekannter. Ex-Kollege slash Friend. Und da habe ich gesagt, es kommt in 2 Stunden noch ein Flugzeug und ich habe eventuell einen Platz. Da hat er gesagt, ist mir Wurst, weil dann bin ich halt 2 Stunden gefahren. Aber wenn du Platz bekommst, dann fahre ich 2 Stunden wieder zurück. Wenn ich jetzt 2 Stunden warte, dann, ne, dann haben wir Zeit verloren. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich hatte keinen Platz bekommen. Marc rief mich dann um 1 Uhr nachts an und hat gesagt, du, das kann noch einen Moment länger dauern. Ich habe einen Platten.
Habe ich auch gedacht, so Wahnsinn, also diese Story. Genial. Naja, auf jeden Fall kam er dann an und das war ein ganz komischer Moment. Wie gesagt, null Interesse an Marc. Null Interesse, einfach nur total heimisches Gefühl mit ihm. Die Tür geht auf, nachts um, ich weiß nicht, 2:30 Uhr oder so. Er steht an seinem Auto, macht den Kofferraum auf und ich hatte ein ganz komisches Gefühl und dachte, ich bin ja angekommen. Also so, nicht, dass ich das dachte, sondern das Gefühl war, ich bin angekommen. Und dann sitze ich 4 Stunden neben diesem quasi fremden Mann, weil ich kannte den jetzt vielleicht mal 2 Monate, 1 Monat und dann aber auch nicht jeden Tag richtiger Austausch, sondern wirklich einfach nur so. Und sitze mit diesem quasi fremden Mann, der mir sympathisch ist, für 4 Stunden, hören Musik, tauschen uns aus und es fühlt sich alles einfach nur gut an. Aber trotzdem kein Interesse, weil mein Kopf noch in der alten Beziehung hängen, obwohl ich ja, ne, in Trennung lebte quasi. Bin dann zurück nach Deutschland, zog wieder bei meinem Ex ein, hatte immer noch Kontakt mit Marc und dachte, ganz spannend, wie kann denn ein Mann, der so weit weg ist, mir so unglaublich nah sein und ein Mensch, mit dem ich Backe an Backe in einer Zweiraumwohnung lebe, mir so fern sein? Und dann habe ich gesagt zu Marc, also irgendwas ist hier in der Luft und ich möchte herausfinden, was es ist. Lass uns auf neutralem Boden treffen in der Schweiz. Nee, Und echt jetzt? herausfinden. Ja, nein, wir sind absolute sportlich, also naturliebende und sportliche Menschen. Und Schweiz ist einfach ein Traum. Und neutraler Boden, das war irgendwie auch witzig, dass wir uns wirklich in der Schweiz getroffen haben. Für 2 Wochen. Jeden Tag hiken gegangen sind und wir, es war ja außerhalb der Saison, das heißt, es war sehr viel Wasser auf den Hiking Trails. Wir sind in so komische Situationen gekommen, also wir hatten richtig, wir mussten richtig so eine Problemlösung. Wir haben Krisensituationen ja, quasi, das war schon so. zu beobachten auch, wie der andere mit Dingen umgeht. Und ich glaube, gerade so Urlaub, das kann jeder nur bestätigen, oder überhaupt, wenn man mit jemandem so auf engeren Raum zusammen ist, zu sagen, oh, wie er das und das macht oder sie, das ist schon ein bisschen komisch. Das löst irgendwie was Komisches in mir aus. Und da war nichts. 2 Wochen mit diesem quasi, ich sage das jetzt einfach mal, fremden Mann, aber eigentlich ja nicht, sind wir da auf Urlaub, Backe an Backe und ne? Und leben da miteinander und ich gucke, ich weiß noch, da stand ich in dem kleinen Badezimmer und gucke rüber und sage, und egal was ist, seine Ex-Frau total anderes, also total anderes Level, drogenabhängig und so weiter, rief auch permanent an, einfach weil sie so überfordert ist, permanent und war mit den Kindern, rief sie permanent an, was absolut Red Flag für jeden sein sollte. Pass auf, der hat einen riesen Rucksack, der Mann. Einen riesen Rucksack. Und da stecken 3 Kinder und eine kranke Ex-Frau drin. Red Flag. Hoch eine Million. Also don't Und in touch. den USA, ne, keine Exactly. Visamöglichkeiten. Also eigentlich alles gibt nicht noch so viel mehr Gründe, die dagegen sprechen Achtung, würden. Achtung, nicht Ja. anfassen, einfach Ja. wegrennen. Aber nee, für Ja, mich. gut, aber wenn das Herz einfach, ne, ich meine, das ist, das hört sich ja so krass an, aber es ist einfach, Herz und Kopf sind völlig unterschiedliche Sachen. Und selbst wenn dein Kopf dir noch mehr jetzt noch lauter wird, dann in dem Moment wird natürlich das Herz immer stärker und stärker und stärker. Und das ist wahrscheinlich dann auch passiert, oder? Absolut, ja. Ich habe mir auch so gedacht, also worauf würde ich warten, wenn ich dieses Gefühl ablehnen würde, was er ja mit sich bringt oder wir als Team, als Paar. Worauf würde ich denn warten? Was wäre dann in Anführungszeichen besser? Und für mich war all das, was bisher passiert ist, war das für mich die einzige Antwort. Also so, dass er wirklich mich abholt. Und wir als Team schwingen, ne? Und das will man ja auch. Der Humor, alles, die Ernährung, der Sport. Also ich weiß nicht, wie lang so eine Liste sein kann von Anforderungen, dass man sagt, okay, Check, das check, muss check, da check, 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 check. Okay, das ist der Traumprinz. alles drauf. Ja, also, Wo naja, unterschreibe ich? Ja. absolut, okay, 16 Jahre älter, okay. Und ja, Gepäck haben wir alle, wie schwer das ist. Und das, die Frage ist, wie gehen wir damit um und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, es stimmt so. Und dann, ja, dann ging das alles dann eigentlich relativ schnell, dass wir uns entschieden hatten. Also wir waren ja dann ein Paar,
dass ich die großen Kinder auch kennenlerne. Ne? Und die wollte ich dann 3 Monate später dann in den USA, dann, also ihn und die Kinder besuchen, um einfach auch nochmal in sein Leben einzutauchen. Und ja, das wurde mir dann verweigert, weil ich dann quasi am Flughafen dann festgenommen wurde und für 2 Tage dann in Haft war mit Verhör und allem drum und dran. Wahnsinn, warum? Also, weil ich illegal heiraten wollte. Ich habe das ESTA missbraucht, weil ich eigentlich mit einem Verlobtenvisum einreisen hätte sollen. Da habe ich auch gesagt, so, das erklären Sie mir jetzt mal bitte. Ich bin ja nicht verlobt. Ich würde ja das Verlobtenvisum dann auch quasi missbrauchen, weil ich bin nicht verlobt. Also sie hatten mir vorgeworfen, ne, dass ich ihn dann da in den USA heirate und dann dort bleibe. Und dann habe ich Ja, das gesagt, ich passiert aber häufig, ne? Das ja, kommt, und das passiert relativ häufig, das hast du schon öfter mal gehört, dass das sehr knifflig ist, aber dass die das eigentlich spitz gekriegt haben, aber das ist wahrscheinlich noch eine ganz andere Geschichte, ne? Woher die das dann wussten und so. Also das, ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht mit dem Holger Zimmermann von American Dreams, der diese Green Card Lottery hat, und der hat da in dem Podcast auch so ein paar Fälle erzählt, wo Esther wirklich aus ganz unterschiedlichen Gründen abgelehnt wurden und dass das heutzutage gar nicht mehr so einfach ist und man da wirklich auch ganz genau achten sollte, wie man diesen Estra-Antrag ausfüllt, weil was die Konsequenz dann häufig ist, ist, dass man dann Einreiseverbot bekommt und hinterher nicht mehr einreisen darf in die USA. Und das ist natürlich tragisch. Ja, also ich habe das alles mit Humor gesehen, aber es war wirklich dramatisch, wie man sich das im Film vorstellen Ja, kann. in So, ich denke, Amerika im Knast zu sein, also bitte, geht's noch? ja, Wo ist da ja. die Steigerung? Boah. Du, ja, und dann richtig in einem, na, wie sagt man dazu? Wo du dann richtig im Käfig sitzt, im Fahrzeug und dann bist du an der Bank hinten Nein. angekettet. Ja, ich wurde mit 3 Wachhunden abgeholt und 3 dazugehörigen Am Polizisten. Flughafen direkt bei der Einreise. Nee, nicht bei der Einreise. Das war dann, nachdem ich 2 Tage in Haft war, wurde ich dann zum diesen Hochsicherheitsfahrzeug geführt mit diesen 3 Wachhunden und den Leuten da, auch alle natürlich bewaffnet, das muss ich jetzt nicht sagen, aber ist ja natürlich. Und ich sitze da in diesem Auto und denke so, das glaubt mir kein Mensch. Nee. Ja, dahinter angekettet bin, sage ich, wünsche, ich könnte jetzt Selfie machen. Pass Ja, auf, aber dass mal du. ganz ehrlich, ich hätte mir da echt in die Hose gemacht vor Angst, weil das ist ja wirklich, wo du so denkst, ach du Scheiße, was geht jetzt hier ab? Also so im Nachhinein hört sich das natürlich alles witzig oder du erzählst das mit Humor, aber mal ehrlich, also in Amerika in so Untersuchungshaft überhaupt, ich finde so als Nicht-Amerikaner, als Europäer vielleicht auch so sprachlicher, trotzdem noch nicht so sattelfest, wie man das so Native Speaker ist und du wirst da angeklagt für irgendwas. Also, oh, ich finde schon schlimm, wenn ich mal angehalten werde von der Polizei und ich fahre vielleicht zu schnell oder so, da rutscht mir schon das Herz in die Hose, ne? Aber auch, ne, so wie sie so angelaufen kommen, wie sie so gestylt sind. Ja. Und das ist nochmal, da geht noch eine ganz andere Präsenz auch aus. Ja. Also, Oh. ja, plus ich hatte ja auch gar nicht mein Passport. Also, ich hatte nichts, was mir gehörte, die war bei mir. Ich wusste auch gar nicht, wo ich jetzt hinkomme. Also, ich wurde dann quasi geboardet ins Flugzeug, bevor alle anderen Passagiere, Ja, und zurückgeschickt wieder. Immer noch in Handschellen und erst an der Border, wo wir dann über die Border geflogen sind, habe ich mein Passport bekommen. Und da stand dann halt lebenslang Esther-Verbot und Eisenhandel-Verbot. Aber ich glaube, das artet dann auch total aus, wie das jetzt alles und im Detail und wie mir dann auch noch gesagt wurde, dass ich auch bin dann schwanger geworden und so weiter, dass ich dann auch dieses Verlobtenvisum, dass ich da durchfalle durch meine Schwangerschaft. Das ist ja auch noch mal alles. Also es ist so eine lange Geschichte. Das kann man dann, glaube ich, dann oder sollten wir dann auch darauf verweisen, dann einfach die Geschichte zu lesen. Ansonsten wird es zu viel. Aber auf jeden Fall in den USA angekommen und quasi genau das zu bekommen, was ich mir immer gewünscht habe, Also nach diese. dieser Krise, nach diesem Weg, nach diesem harten Erkämpfen, habt ihr euch dann gefunden, ne? Genau. Und habt dann sozusagen eine neue Familie gegründet. Und das war so der Auftakt und der Start für das, was du dir immer vorgestellt hast. Well, also da war, sorry, well, da war natürlich auch andere Struggles. Oh, jetzt kommt hier mein anderes Struggles noch mit bei. Weil Thema Ex-Frau und Kinder und Ja. dann Teenager-Kinder zu übernehmen, ist jetzt auch nochmal eine andere Herausforderung gewesen für mich, ne? Was jetzt auch
das Ultimative war für mich, wo ich gesagt habe, wir müssen aus dem alten Sumpf New Hampshire, da wo die Kinder geboren wurden, wo die Ex-Frau lebte, wo mein Mann auch geboren wurde, habe ich gesagt, wir müssen aus diesem alten Sumpf, müssen wir raus, damit wir uns als Familie neu definieren können und die Energien auch hinter uns lassen können. Und habe gesagt, also das schien auch total wie ein Traum. Weil dadurch, dass die Ex-Frau so, die hat also Marc so oft verklagt und ich kann das jetzt gar nicht so genau beschreiben, dass man glaubt immer an das Gute und so weiter und vor allem in Law Enforcement und überhaupt, aber da war so viel, dass man einfach auch nicht darauf vertraute, dass da mit Verstand auch entschieden wird, dass wir die Kinder Vollzeit übernehmen können. Aber ich lehne mich immer gerne in alles und wenn ich eine intuitive Entscheidung mit Liebe treffe und ich ein Signal bekomme, wir sollten wegziehen, dann möchte ich dem auch folgen. Und ohne was könnte sein und die Vergangenheit hat gezeigt, all das weg, sondern einfach voll und ganz rein. Und was soll ich sagen? Also bisher, als ich Marc kennengelernt habe, wir hatten permanent Struggles, die krassesten Struggles, die man sich vorstellen kann, aber wir haben sie nie als solche angenommen. Es waren immer Herausforderungen, die wir einfach angenommen haben. Das heißt, lösungsorientiert, sorry. Ja, und ihr seid da dran auch gewachsen, ne? Also ich meine, das ist ja schon mal, das sind ja jetzt schon mal zwei riesen Themen, ne? Erstmal das, wie können wir überhaupt zusammenleben mit der ganzen Rattenschwanzgeschichte dahinter? Dann, wie können wir als Patchwork-Familie mit Teenagern aus einer Krisensituation ein neues Leben starten? Also das ist natürlich auch ja, ein großer Kraftaufwand, der emotional, aber auch physically, ne, so umzuziehen in komplett Neues und die Kinder in neue Schulen und neues Haus finden und neue Jobs und was weiß ich alles, ne? Das ist ja auch ein Wahnsinn, das darf man gar nicht unterschätzen. Man hat dann ja auch nicht die Familie um die Ecke, ne? Man macht das ja alles auch alleine, ohne dass man ja schon Menschen dort kennt, wo man dann vielleicht hinzieht oder Onkel, Tante, alte Schulfreunde hat, die einem da mal irgendwie helfen. Ne? Das unterschätzen, glaube ich, immer viele, die so niemals ausgewandert sind, dass man da wirklich erstmal echt alleine ist. Man kann auch oft nicht anrufen, weil die Zeitverschiebung dann nicht das zulässt, wenn man gerade mal jemanden bräuchte. Ne? Also da sind ganz, ganz viele Themen, wo ich total gut verstehen kann, dass das ganz schön challenging ist, um dann da durchzukommen. Ja, ich glaube, der Treiber, also was mich immer wieder irgendwie antreibt, ist, und ich glaube, also ich bin nicht religiös aufgewachsen, sondern eher, naja, wie soll man das sagen, fast negativ behaftet, alles, was das Kirchliche betrifft und so. Und ich glaube, als ich mich so mit Glauben allgemein beschäftigt habe vor vielen Jahren, glaube ich, ist es ganz, ganz, ganz wichtig für jedermann zu vertrauen, an etwas zu glauben und einfach sich und seine Vorstellung, was man in der Zukunft sein möchte, was einen umgeben soll, dass man sich das visuell wünscht und vorstellt und abgibt. Dieses Ich habe alles unter Kontrolle. Es gibt das ein wunderschönes Buch dazu, das heißt Surrender. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von Michael Singer. Das umschreibt das genau, was du jetzt sagst. Wirklich so da drin zu bleiben und drauf zu vertrauen, dass die Lösung kommt, ohne dagegen zu kämpfen, sondern es einfach zulässt. Und der hat ja dieses Untethered Soul geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dieses Surrender. Das lese ich gerade. Ah, das ist eins der coolsten Bücher, die ich benutze ich es in der Tat wirklich auch oft so im Coaching, so wenn ich so auch, wenn es so wirklich ein bisschen so um Außenreflexionen geht und so, ne? Dieses wirklich nicht die Mauern hochzuziehen, sondern ja, einfach zu sein und die Situation so anzunehmen und wie du schon sagst, zu gucken, wie geht's jetzt weiter und das ist bewundernswert. Das ist schwer, das ist schwer. Weil wir, also ich beschreibe das immer so, wir sind ja spirituell, wir sind ja 50-50, sage ich jetzt mal. Wir sind eine Seele mit einer irdischen Erfahrung hier. Wir haben aber dieses Spirituelle, verlieren wir halt. Und wir sind quasi Zellklumpen, die auf einem gewissen Programm hier durch die Erde laufen. Und alles muss irgendwie erklärbar sein. Und
Wir sind ein festgefahrenes Programm irgendwo. Da liegt es dann an uns, das irgendwie auch zu erkennen, wenn der Wunsch da ist, das zu durchbrechen und mehr spirituell zu sein und mehr sich auch nach außen hinzugeben und zu sagen, surrendering, ne? Also ich möchte mehr sein als kontrollieren oder, verstehst du, wie ich meine? Also ist schwer in Worte zu fassen, dass man da diese festgefahrenen Programme, und das ist das, was mir passiert ist dann, als wir dann umgezogen sind. Wir sind dann, ist ja fast wie nochmal so eine Auswanderung, wenn man jetzt sich vorstellt, New Hampshire zu Texas, das ist ein absoluter, wenn man es möchte, Kulturschock. Als wenn du von Schweden nach Italien ziehst oder so. Ja, unglaublich, wirklich. Oder wirklich. Vielleicht eher Bulgarien oder so. Ja, absolut. Aber dann sitze ich da auf dieser Terrasse, meine Kinder springen quietschend in den Pool. Wir haben ein Riesenhaus, wo man zum schon Villa sagen kann. Und ich, wie ich jetzt am Anfang erzählt hatte, und fühle diese Leere und diese halbe, wie gesagt, ich möchte nicht Depression sagen, aber einfach diese Schwere, diese Müdigkeit, und denke, Gina, alles bisher hat sich so entwickelt, wie du es wolltest. Du, bis hin zu dem mit der Nagelschere geschnittenen Vorgärten, den Rasen, die ja, alle Traumhaus, ne, super schön eingerichtet, alles Betreuung für die Kinder, Freundeskreis, alles irgendwie quasi, wo man so denkt, die Gina, die hat's richtig. Die Gina, die hat den Jackpot und die hat genau das, was sie wollte. Und ich habe auch zu mir gesagt, Gina, was willst du denn? Mhm. Also wirklich, ich habe wirklich mir wirklich immer wieder gesagt, was möchtest du denn mehr, Gina? Ja. Aber das war das Außen, ne? Das war eher nur so ja. die Verpackung, aber das Geschenk innen drin passte irgendwie nicht, ne? Richtig. Mhm. Also da kriege ich gerade auch Gänsehaut, weil da war bei mir der Knackpunkt zu sagen, da schlagen sich Welten auseinander zu dem, was wir gelernt haben, was Erfolg ist, was wir ja. gelernt haben, was Glück oder glücklich sein bedeutet, was wir gelernt haben, wer wir sind, ja. was wir gelernt haben in der Kindheit, was wir brauchen oder wie wir sein sollten, zwischen dem, was dir eigentlich gut tut. Und da das aufzubrechen und zu sagen, okay, jetzt separieren wir mal hier ganz schön. Was habe ich denn gelernt? Ist das dann wirklich so wahr für mich heute? Möchte ich das so beibehalten oder darf ich mich jetzt liebend von diesen Glaubenssätzen auch verabschieden? Und also mutig. Das ist mutig. Also ich glaube, dass also so das Spüren ist, glaube ich, dass das viele Menschen haben. Aber dieses ins Bewusstsein zu bringen und dann das auseinander zu pflücken, dazu gehört ja extrem viel Kontrolle, nicht sich einziehen zu lassen in die Gedanken, nicht runterziehen zu lassen, sondern wirklich so sich an das Spielfeld ranzustellen und zu sagen, ist die Aufstellung hier, spiele ich überhaupt das richtige Spiel? Oder muss ich irgendwie von Fußball auf Waterpolo umstellen? Weißt du, das ist ja mal, das muss man erstmal irgendwie realisieren. Das ist ja dann nicht getan mit, ich ziehe jetzt nur noch mal von Texas nach, keine Ahnung, Colorado oder so, sondern das war ja wirklich dann eine Entscheidung zu sagen, ich habe das jetzt hier alles und es ist nicht das, was ich will. Es ist nicht das, was ich fühle. Es ist nicht das, was meine Familie, was meine Partnerschaft braucht, sondern was ist es dann? Richtig, ja. Was war das für ein Zeitraum ungefähr, in dem du so in diese Phase gegangen bist? Weißt du das? Der Zeitraum? Also es war vor 2 Jahren ungefähr, wo ich gemerkt habe, da bin ich in dieses Loch gefallen und da habe ich dann angefangen, da muss ich dazu sagen, ich habe mich auch da von meiner Mutter verabschiedet. Nicht, sie ist nicht gestorben, aber ich habe einfach für mich ganz krasse Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Weil ich jetzt, ich hatte eine wundervolle Kindheit mit, ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten verpacken soll, mit... Naja, wundervoll ist nicht immer wundervoll, ne? Also es ist... Es ist manchmal so, dass wir denken, unsere Kindheit ist ganz wundervoll und im Erwachsenenalter haben wir einfach so viel mehr gelernt, um zurückzuschauen, dass das auch wieder nur die Schleife und die Verpackung ist, die wundervoll war, aber dass der Inhalt da nicht gestimmt hat, ne? Also ich hatte da extreme Challenges mit meiner Mutter immer und ich hatte das Gefühl, ich hatte die beschützende Rolle von Anfang an für meine Mutter, die quasi genau das lebt, was ich jetzt, und das sehe ich als absolutes Geschenk, auch wenn das als Kind schon sehr schmerzhaft war und ich mir
gruseligste Sachen anhören musste, sehe ich das als so dankbar an, weil dadurch bin ich absolut radikal geworden. Und ich bin auch sehr strikt mir gegenüber, was mir Flügel verleitet. Und ich habe sehr früh angefangen, mich mit dem Gehirn und mit Spiritualität auseinanderzusetzen, um meine Mutter auch zu verstehen und diese Dynamik zwischen mir und meiner Mutter und was da abläuft bei ihr und sie zu analysieren. Und das hat mir ganz viel gegeben, um, ich möchte jetzt nicht sagen Kontrolle, aber um Dich zu mich befreien zu verstehen. Wahrscheinlich, ne? Dich zu lösen, sich zu befreien und wirklich in deine eigenen Entscheidungen zu kommen oder in dein eigenes Spüren. Oftmals ist das ja so ein Spüren, sich selber zu nochmal neu zu definieren und quasi sich wie so ein Puzzle nochmal neu zusammenzusetzen und dann zu sagen, was will ich denn eigentlich überhaupt hier? So hört sich das an, richtig, ne? und Dinge nicht einfach anzunehmen, sondern zu sagen, stimmt das? Ja. Ich möchte das gerne nochmal analysieren, und das dürfen wir ja alle in unserem Alltag zu sagen. Nicht, wenn jetzt einer hupt und hier, ne, uns hier den Stinkefinger zeigt, das nicht, ne, persönlich zu sehen, oder das ist alles eine Herausforderung. Und ich glaube, was du auch gesagt hast, dass es ganz schwierig ist, zu sagen, ich löse mich von etwas, was sich nicht richtig anfühlt, dass viele das eventuell ein bisschen spüren, aber da trotzdem nicht rauskommen. Ich glaube, der Schmerz ist nicht stark genug. Leute fangen an, sich zu verändern, wenn sie Krebs bekommen, Ja. wenn sie einen Arm verlieren, Ja. wenn ihr Partner stirbt. Das ist Ja. ein Schmerz, der sie Richtig. in die Ecke treibt und oder wie ihr, ne? Wenn man anfängt, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und aus einem anderen Blickwinkel, weil Wenn man man so mit dem auf. Rücken an der Wand steht, dass man sagt, jetzt ist es eh egal. Weißt du, jetzt ist es eh Richtig. völlig egal, was jemand denkt, was ich muss es keinem beweisen. Ich kann jetzt einfach ganz klar das machen, was mir Und taugt. was kann ich noch mehr verlieren? Ja. Also ob das jetzt ein Arzt, ein Arm oder du hast Krebs oder was auch immer, du sitzt da und du hast quasi alles verloren und du merkst, und alles ist trotzdem noch offen und alles kann neu definiert sein, weil du, der Körper an dich, an sich, das ist ja nur das Mobil, dein Fahrzeug hier auf diesem Planeten, ganz, ganz toll. Ein Astronaut würde sich nie durch seinen Anzug definieren. Der Astronaut steckt in dem Anzug. Der Astronaut ist nicht sein Anzug. Und genauso sind wir auch, wandeln wir auf diesem Planeten. Aber wir definieren uns permanent. Unsere Haare sind nicht so, unsere, ne, alles. Und ich Ja, stelle mir oder das ich alles. muss in dem Haus wohnen und ich muss mich mit den Menschen umgeben und meine Kinder müssen das und das machen und. Ja, ich weiß schon genau, was du meinst. Und der Aber Traum, was ich ne? krass finde, ist, dass du da so alleine irgendwie plötzlich quasi wie so Phönix aus der Asche gestiegen bist. Also das finde ich jetzt eine sehr spannende Entwicklung und auch, glaube ich, sehr einzigartige Entwicklung, weil, wie du schon sagst, die meisten Menschen sind da, die haben dann ihr tolles Haus, die haben ihren Vorgarten, die haben die Kinder verräumt, die haben ihre Jobs und verdienen wahrscheinlich zunehmend mehr Geld und geben natürlich auch zunehmend mehr aus, ne? Und Ja. sind dann in diesem Leben und in dieser Spirale so, so stark gefangen, dass häufig eben so ein Event dann kommt und man dadurch wach wird. Aber bei dir war es plötzlich da, oder? Wann war so dieser Moment, wo du gesagt hast, das alles ist es nicht? Und es jetzt überlegen wir, was ist es? Ach, ja. Das war einfach dieser Schmerz und diese Müdigkeit, und dass ich war immer sehr orientiert, 100% zu sein in meiner Gesundheit, mit meinem mentalen Dasein und so weiter. Und ich liebe das Analysieren an sich. Und auch weil du sagst, dieses Alleine sein, ne, wie der Phönix aus der Asche, ist es ja auch nur erlernt. Ich bin nicht in irgendeiner Opferrolle. Ich sage, es war ein absolutes Geschenk und ich liebe alles, was passiert ist in meiner Kindheit, auch wenn man das von außen betrachtet, dramatisch ist. Aber ich habe gelernt, auch allein zu sein und für mich einzustehen. Und dass ich da dann gesagt habe, hier fühlt sich was nicht richtig an und ich muss jetzt hier aufstehen und etwas verändern. Weil ich bin ja der Fahrer. Das ist ja, Ja. ich sitze am Ja, Lenkrad, ne? Ich kann ja voll, nicht 100%. und
ausschlaggebender Punkt, wann es passiert ist, ist, Marc hatte den Job gewechselt, hat noch mehr verdient und er hat richtig gut verdient. Sorry, ich hoffe, unseren Hund hört man jetzt hier nicht so toll. Halt Camping Life. Und kam dann aus seinem Büro und das ist zweimal passiert, dass dieser neue Job ihn absolut eingenommen hat und auch gestresst hat, also so sehr, dass ich ihn auch beobachtet habe und mir die Frage gestellt habe, so, das ist es jetzt, ja? Ich habe jetzt hier meinen Mann, mit dem ich zusammenleben will, mit dem ich ja ein Leben teile, der aber quasi permanent aufgerieben ist und auch in Stress lebt, permanent sein Handy checkt und so, damit wir dieses tolle Haus zahlen können, damit wir vielleicht noch ein Auto kaufen und ach, ne? Wer weiß, wie wir diese Lücke der Leere, die ich ja spüre, und das kann man ja jetzt auch so sagen, ne? Im Grunde ist ja nicht genug. Und ich glaube, wenn man sich mit vielen Leuten, die diesen Weg auch gegangen sind, die reicher und reicher und reicher geworden sind und da aber auch immer mehr Leere zukam, dass Leute, die diese Leere spüren, sie einfach mit Konsumgütern füllen wollen. Ja, oder in Sucht, ne? Also ich mache ja gerade, bin so in den letzten Zügen der Yoga-Therapeuten-Ausbildung und da hatte ich kürzlich so ein, das nennt sich Yoga for Recovery von der Koryphäe, die eben das Ganze und durch die Linse von den fernöstlichen Sichtweisen sieht. Und da ist das ein klassisches Suchtproblem, in das die Leute geraten. Und das ist Sucht des Kaufens, Sucht des Social-Media-Konsums, Sucht des Trinkens, Sucht des Essens, Sucht der Drogen, Sucht des Alkohols, Sucht exzessiver Beziehungen. Ne? Also es gibt ja tausend Süchte. Und das ist das, worin es dann endet. Plus, das wird auch dann nicht als Red Flag angesehen oder als fragwürdig, weil Social Media abhängig sind wir alle. Einkaufen, ach, rennen wir alle, ach, so ein Wein, ja. Jeden Abend so eine halbe Flasche, eine Flasche, das ist doch normal. Also da, das finde ich interessant, auch wie da der Rahmen in diesem Sozialkonstrukt, was alles normal ist und zu sagen, für mich fühlt sich das nicht richtig an. Und das ist scheißegal, ob Hans-Jürgen und wie sie nicht alle heißen, ob sie das alle machen und ob das alles normal ist. Aber es geht da um mich, fühlt sich das für mich normal an. Ne? Und da kam Marc halt zweimal aus seinem Büro raus und hat aus Spaß die Arme hochgerissen und hat gesagt, so, jetzt aber Schluss hier und wir verkaufen alles und wir ziehen aufs Land. Und da habe ich ihn in die Augen geguckt, auch also mit diesem Humor, mit dieser beschwingten Art und mit dieser Information habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, mein lieber Freund, wenn das eine Drohung sein soll, ich bin voll dabei. Und ich habe ihm ganz tief in die Augen geguckt und habe ein riesen Ausrufungszeichen, ohne, also auch so in den Raum gestellt, habe gesagt, ich brauche das alles nicht. Zieh mit mir in eine Einraumwohnung und habe einen geringfügigen, wie auch immer, der dich weniger mental einnimmt und ich bin glücklich, weil der Preis ist mir einfach zu hoch und das Haus an sich ist nicht das, was mich glücklich macht, das ist die Zeit und das habe ich halt gemerkt, dieses mit dem Vorhang, das ist eine ganz tolle Metapher dass mir da nicht mehr Zeit mit meinem Mann geschenkt wird und wenn ich Zeit geschenkt bekommen habe, nämlich zum Lunchen, der Stresser, sein Job, der war trotzdem da und und das ist zweimal vorgekommen und dann da kommt das eine auch zum anderen. Wenn man anfängt, ein Signal, ein Desire, ein Befinden rauszusenden quasi, da habe ich das Gefühl, dann fangen an, sich Dinge für dich zu offenbaren. Du fängst an zu recherchieren und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass viele Leute in ihrem Kopf sind und nicht anfangen, einen Schritt zu machen. Und dieser erste Schritt kann allein der sein, jemanden davon zu erzählen oder mal etwas zu googeln, sich ein bisschen zu erkundigen, vielleicht ein Buch zu kaufen oder irgendwas. Ja, oder nur mal diesen Wunsch. Ich habe dazu heute noch ein Insta-Live gemacht, einfach diesen Wunsch mal in der Zukunft aufzuschreiben. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dieses Walt Disney kennst. Ich arbeite ja viel mit Frauen und helfe denen, die Businesses aufzubauen und die haben diesen Wunsch und die schaffen das aber einfach nicht, weil sie natürlich dann Ausreden haben. Und was ich dann immer mache, ist, sie mal in dieses Leben zu holen, mal die Augen zu schließen und sich einfach mal vorzustellen, 5 Jahre weiter, wie könnte das denn dann sein, wenn du diese unbequeme Entscheidung oder diese schwere Entscheidung getroffen hast und wie fühlt sich das dann an? Und das sozusagen in deinem inneren Auge mal zum Leben
zu erwecken und zu sagen, und wie ist es denn dann da? Und wie beschreibt es mal ganz genau? Und schreibt das vielleicht mal auf? Und weißt du so? Und das hilft enorm, sich das mal so vorzustellen und nochmal auszumalen. Weil man dann auch in diese Schwingung kommt. Ne? Wenn man sich da vorstellt, man ist jetzt in diesem Moment, in dieser Situation, in der Zukunft, dann fängt man an, diese Herzsignale, diese Sequenzen rauszusenden und du veränderst dein Mind ja schon unbewusst. Ja. Du bist ja schon jetzt und hier. Du sitzt ja im Jetzt und Hier und stellst dir diese Dinge vor. Das heißt, du bringst diese Dinge in dein Jetzt und Hier, weil du sie vorstellst oder sogar aufschreibst, dann fangen sie an, real zu werden, weil du sie jetzt ins Reale bringst. Ne? Und das ist der erste Schritt. Und dann habe ich das Gefühl, dann kleckert das teilweise sogar fast alles von alleine. Alleine. Du bist dann nur da und fährst geradeaus. Du musst aber das Lenkrad nicht unbedingt, aber du musst das Gaspedal drücken. Wenn du Angst davor hast, nicht geradeaus fährst, dann bleibst du stehen. Ja, du musst gute Metapher. Leih mir das mal aus im Coaching, okay? Coole Metapher. Die Gina-Philosophie. Ach, ich liebe Metaphern einfach, weil ich finde, richtig. Das an sich ist so komplex und wenn man anfängt, in Metaphern zu erzählen, dann denkt man, ja, genau so. Und das nächste Mal, wenn ich in diese Situation komme, ich muss einfach Augen zu, Gaspedal, weil das Lenkrad an sich, das dreht sich von alleine. Die Wege, die werden sich dir offenbaren. In die Zukunft kannst du nicht gucken, weil die ist ja gar nicht da. Nur das Jetzt und Hier zählt. Du kannst, verstehst du? Also, ja. Und wie war das dann, so den ersten wirklichen Schritt ins Rollen zu bringen? Also dann war so der innere Wunsch und der Wunsch wurde konkreter. Und wann war so wirklich der Punkt zu sagen, jetzt alles weg, alles? Also ihr habt ja auch wirklich alles verkauft. Ihr habt ja alles verkauft und habt ja wirklich nur noch so das, was ihr jetzt mit euch fahrt. Also, so ausgesprochen war es quasi. Es war zwar ein Witz und ich habe dann aber ernsthaft quasi gesagt, nee, ich bin dabei. So. Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt und haben gesagt, okay, ist es dann wirklich etwas, was wir uns vorstellen könnten? Ja. So, dann war der nächste Schritt, ohne konkret zu sein, ohne, also es war wirklich so ein Hirngespinst, alles also zu verkaufen, aber wir wussten noch gar nicht, was genau und wie und überhaupt. Das hatte sich wirklich dann erst entwickelt, zu sagen, du, da gibt es auch so ein Fulltime-Life in einem Camper und dann reist man halt so rum. Also es wäre auch noch eine Möglichkeit. Überhaupt nicht, das war noch gar nicht da. Dann haben wir unsere Real Estate, unseren Real Estate Agent angerufen und nur mal so eingeladen. Aber das war halt ja schon der nächste Schritt. Und deswegen sage ich, Dinge einfach ins Rollen zu bringen. So ein Anruf kostet nicht mal viel Zeit, gar nicht. Du musst nur sagen, wir überlegen, das Haus zu verkaufen und der Rest passiert. Das ist nicht an dir, irgendwas zu posten, irgendwelche Bilder zu machen. Du gibst nur die Information raus. Da ist die Überlegung und dann. So, und dann kam der Real Estate Agent und hat uns ein paar Zahlen um die Ohren gehauen. Der Immobilienmarkt ist natürlich der Hammer, ne? Gerade bei euch da in Texas, ne? Ihr wart in der Nähe von Austin, glaube ich, ne? Ja, und da hat sich bei uns sofort der Magen umgedreht und dachte, also wenn das kein Geschenk ist. Und das Ding ist, wir haben in dem Haus 2 Monate lang, das haben wir gemietet und hatten dann, also auch die kuriosesten Geschichten. Ich kann ein Ding nach dem anderen erzählen, wo ich sage, wir werden geleitet und man muss im Vertrauen leben, um wirklich voll und ganz beschenkt zu werden. Dinge, die total challenging im ersten Moment scheinen, sind am Ende ein Riesengeschenk. Und unser Haus war dafür da, genutzt zu werden, um das zu leben. So sehe ich das. Es war nicht dafür da, für uns als Familie zu leben, sondern dass wir hatten es nur 7 Monate in der höchsten Zeit, wo Häuser weit 400.000 über Marktwert verkauft wurden, haben wir das Haus off-market übernehmen dürfen und konnten es 7 Monate später gewinnbringend verkaufen, sodass wir für die nächsten 2 Jahre nicht mehr arbeiten müssen. Also 2,5, je nachdem, was wir planen. Aber wir planen halt nichts, sondern wir leben einfach. Weil wir das bisher so getan haben, sehen wir das als die beste Lebensstellung, ne? Als irgendwie was jetzt
krass anzulegen und wir müssen ja vorbereitet sein. Naja, aber auf jeden Fall, die Entscheidung war nicht bei uns. Das war quasi mit der Real Estate Agent, hatte sie uns einen Schedule sofort auferlegt, wo wir dann schon kalte Füße bekommen haben, aber wir gelernt haben, einfach mit dem Flow zu gehen. Das heißt, sie hatte uns gleich gesagt, wann der Fograf kommt und tralala und wir so, wie Fotograf? Ja, und dann ging das auf einmal plötzlich los. Ne? Ich habe das auf Instagram verfolgt und dann ging plötzlich so, damn! Und dann hatte man fast so das Gefühl, also ihr könnt oder solltet unbedingt der Gina auf Instagram folgen, um das alles auch noch so mal so mitzubekommen. Und dann hatte man das Gefühl, plötzlich war das wie so ein Startschuss und dann kam, okay, Auto weg, Auto tauschen, Fifth Wheel, checken, was wir machen, checken, wo wir hingehen und dann war das Hausverkaufen eigentlich schon Geschichte irgendwie. Das war nur noch so eine Abwicklung quasi von dem. Ne? Also das ging dann ruckzuck irgendwie. Weil, ja, also auch nochmal ganz spannend. Ich weiß, wie ich noch auf dem Boden saß und gesagt habe, wir wollen was verändern. Was ist jetzt der erste Schritt? Okay, wir haben einen Termin mit der Real Estate Agent und dann kam das, hatten wir und dann kam das mit dem, ja, was ist denn als nächstes? Weil verkaufen kann jeder, aber das heißt ja, wir müssen ja irgendwo hin. So, und dann fing das an und frag mich nicht, das war nie ein Thema, womit ich mich beschäftigt habe, Fulltime und im Camperleben. Ja, ich bin als nackte Genie, bin ich auf dem FKK-Strand, als ich 2 Jahre alt war, jedes Wochenende bin ich so groß geworden, einfach auf dem Campingplatz. Ja, aber das ist ja hier nochmal eine andere Nummer. Das sind ja quasi rollende Häuser und da ist viel zu beachten, welche Größe, welches Auto, auf welchen Plätzen kann ich dann da stehen und also das ist ja, und ich habe noch so, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen Camping erprobt und ich habe das aber bei dir verfolgt und habe immer gedacht, holla die Waldfee, das macht die mal eben so, wo sich manche jahrelang mit beschäftigen, wie, was, wo, wann, wer, ne? Und ihr habt aber mal da so, da sagst du was, womit Leute sich jahrelang beschäftigen. Und da sag ich, die Naivität, die wir mitgebracht haben, die sollten wir uns alle auch irgendwo gönnen. Weil ich glaube, dieses, womit man sich beschäftigt, das ist ja, ich muss das halb studiert haben, bevor ich mich überhaupt an etwas erinnere. Und das ist ja auch so amerikanisch, ne? Also ich finde, es ist total amerikanisch zu sagen, ich mach's und während ich das mache, lerne ich's, ne? Ja! Und das Deutsche ist, ich muss das erst mal 15 Jahre studieren. Mastern und meistern, genau. Genau, also diese Navi, ich weiß es noch, aber warte, darauf komme ich gleich nochmal, dann zu sagen, wo fangen wir denn an? Bei dem Job, den konnten wir nicht einfach kündigen jetzt von Marc, weil wir mussten ja die Mortgage weiterzahlen, bis wir das Haus verkaufen. Und wir brauchen aber auch ein Haus, in dem wir leben, wenn das Haus verkauft wird. Und dann hat sich das halt ergeben mit diesem Camper und das hat auch nicht lange Zeit gedauert. Ich habe mich ein bisschen informiert und dann hatten wir auch einen unglaublichen Deal, 3 Stunden von uns gemacht mit diesem 1 Jahre alten Toy Hauler, was hinten eine Garage drin hat, wo wir das jetzt umgebaut haben als Living Room. Aber das muss ja auch gezogen werden. So, jetzt kündigen wir nicht den Job. Wir wollen unser Haus verkaufen, weil uns das alles zu viel ist. Wir wollen nicht in dieses Hamsterrad weiter reinfüttern, ne? Wir wollen uns dem entfernen. Und was machen wir als erstes? Als allererstes aktiv? Kaufen wir noch mehr. Kaufen wir ein Auto. Über $100.000 teures. Ja, klar, das braucht ein richtig dickes Auto zum Ziehen, diese Dinge, ne? Und das muss ein Hook-Upper und so haben. Also wir geben natürlich nochmal ein paar Bilder auch mit rein, damit ihr das ganze Gefährt dann auch mal seht und wisst, wovon wir hier so sprechen. Das ist also nicht mal einfach so ein kleines, so eine Nuckelpinne, wie man so gesagt hat früher bei uns, sondern das ist ein Riesenteil mit und das geht nur mit einem Riesentruck und Hook-Up hinten drauf. Ja. Echt? Ja, also das heißt, ihr wolltet eigentlich alles loswerden und habt euch dann eigentlich das amerikanische Statussymbol, so einen richtig fetten Truck angelegt. Ja, genau. Also das ist paradoxer hätte es nicht sein können. So, oh, komm jetzt hier minimalistisch und komm, jetzt reduzieren wir und ziehen in. Aber lass uns erstmal ein Auto kaufen. Komm, erstmal kaufen uns jetzt ein Auto. Aber musste natürlich sein, um dann, wenn man jetzt sieht, Schritt für Schritt, was kommt als erstes, als allererstes, das Auto kaufen, während Marc noch seinen Job hat.
um dann einen Fifth Wheel zu kaufen, ne, so ein RV, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt und ob es sowas überhaupt im Deutschen gibt, aber den man, so ein Hänger, den man dann oben mit Also dem Kufen. quasi, ja, wie ein Wohnwagen, nur noch viel größer. Ja, klar, man muss dazu sagen, ohne Job bekommt man natürlich keine Finanzierung insofern. Das heißt, das war alles quasi eng und aufeinander abgestimmt und passte wahrscheinlich wirklich alles so gerade vom Timing her, oder? Aber wie gesagt, ich habe es nicht geplant. Ich habe es nicht geplant. Die Entscheidung fiel von uns. Aber alles andere, wir haben nur in die Tasten gehauen, uns ein bisschen erkundigt. Der Rest fiel into place or fell into place. Naja, Also. ich würde sagen, ihr habt es ausgerufen, das Universum hat das gehört, hat den Wunsch konkret verstanden und gleich umgesetzt. Und zack, zack, zack. Ja, Bam, bam, bam. ja. Unglaublich so. Und ja, und. Dann hieß es, so jetzt müssen wir aber hier alles ausmüllen, weil wir haben 4.800 Square Feet. Ich weiß nicht so genau, was das in Quadratmetern ist. Ja, fast 500 Quadratmeter, glaube ich, ungefähr. Also Also. wirklich ein großes Haus. Texas ist natürlich eh alles sehr groß. Also richtig viel Klamotten, Möbel, Kinderspielsachen. Man macht es sich ja auch gemütlich, weil wenn man ein Ja. großes Haus hat, dann muss man ja auch Dinge kaufen, um, ne? Aber ich mag und ich, wir waren immer sehr bewusste Konsumenten und deswegen hatten wir nicht viel Kram, dachten wir. Aber es sammelt sich halt auch viel an, ne? In einem Haus, wo man einen riesen Dachboden hat, keinen Keller, in Texas hat man keinen Keller, aber dann hier in der Schublade und da und dann hier Allein in der. schon in den Riesenküchen, was da alles schon Oh! untergeht, ne? Und Garagen, nicht zu sprechen von den amerikanischen Garagen. Wir mussten wirklich zwei diese Container anfordern, um wegzuschmeißen. Wir haben verkauft, wir haben doniert. Doniert, sagt man doniert? Verschenkt, ja, gespendet. Und trotzdem hatten wir noch so viel. Und ich weiß, wir hatten eine Stunde, wir sind wie die Irren noch durchs Haus gegangen, als dann Übergabe war. Wir hatten eine Stunde und es machten sich noch so Schubladen auf, die wir vergessen hatten aufzumachen. Und ich weiß genau, Marc ist ein sehr zurückhaltender, sehr kontrollierter Mann. Wie ich in ihm quasi angucke, während wir noch Schubladen aufmachen und da einfach nur Kram drin ist. Und wie er mich anguckt und dieses, was soll das alles? Wo kommt das alles her? Und dieses fast Hilfe. Naja, Wie auf war jeden das Fall. Gefühl, als das alles weg war? Also wie war das, als du das Haus abgeschlossen hast, die Container waren leer und ich weiß nicht, habt ihr noch ein paar Sachen untergestellt irgendwo in Gar gar nicht? nicht, wollte auch gar nicht. Also, Marc wollte die Couch behalten und dann hatten wir so immer noch hin und her erzählt. Ich habe dann mit ihm ein Gespräch gehabt, wo ich gesagt habe: Stell dir vor, du bist ein Jahr weg, ein Jahr voller Eindrücke, ein Jahr, was dich anders denken lässt, was dich zu einer anderen Person mit anderen Bedürfnissen macht. Ja, was nicht heißt, dass man komplett abflasht oder so, aber einfach anders. Und dann kommst du zurück an den Container, wo du deine alten Sachen hast, Ja, nein, total. machst das auf, da ist vielleicht sogar ein bisschen Staub drauf. Findest du das cool? Ja, das war bei uns so. Wir sind ja auch nur mit 7 Koffern gekommen und wir hatten, dadurch, dass wir dann so viel hin und her umgezogen sind, haben wir wirklich unsere ganzen Sachen, das waren auch nur 20 Kisten, aber immerhin mit Fotoalben, Erinnerungen und aber auch so Dinge, wo wir dachten, die brauchen wir, ne? Also immerhin nur 20 Kisten. Und die kamen dann 2 Jahre später und wir haben diese Kisten ausgepackt und haben gedacht, wir sind diese Menschen gar nicht mehr. Das sind wir gar nicht mehr. Also klar, mal abgesehen jetzt von so den Dingen, die unsere Kinder im Kindergarten gebastelt haben, Fotoalben und so, aber das wären vielleicht 5 Kisten gewesen. Und alles andere waren wir nicht mehr. Die ganzen Klamotten, die ich mir noch habe nachschicken lassen, das konnte ich gar nicht mehr anziehen. Das war, also ich verstehe total, was du meinst. Und das ist absolut die richtige Entscheidung. Es ist einfach, das ist man nicht mehr. Ihr verändert euch komplett und ja, und dann lernt man auch, dass man das alles gar nicht mehr so braucht, dass es gar nicht mehr wichtig ist, dass die Dinge dass es nur materiell ist und dass einem das nichts mehr bedeutet. Richtig. Ja, ich glaube, das ist für viele Menschen auch eine Herausforderung, loszulassen, sich zu verabschieden, weil es ist einfach auch nicht in unserer DNA. In unserer DNA ist Besitz. Wir müssen festhalten. Das ist dieses
Irdische, ne? Das, was ich vor ich wovon ich vorhin gesprochen hatte, dieses irdische Sein und Verlangen, Dinge anzufassen, zu besitzen, zu sammeln, um uns dadurch auch lebendig zu fühlen. Und auch dran zu erinnern, ne? Wir haben ja immer das Gefühl, wir brauchen diese Dinge für die Erinnerung, anstatt sie eigentlich so. Ja, richtig. Ja, ja. Genau. Aber da einfach auch sich loszulassen und zu sagen, jede Erinnerung, die wirklich einen Wert hat, die löst was in deinem Herzen aus. Mhm. Mhm. Da musst du nicht ein Papier hochhalten. Nee, das hast du ja. Du riechst etwas und dieser Geruch hat was mit deiner Kindheit zu tun und schon sind die ganzen Bilder wieder da, ne? Ja. Ja, wie war das, als ihr dann, ihr wart ja da noch eine ganze Weile in Texas mit eurem Fifth Wheel, habt dann ja noch den komplett umgebaut. Es ist also, du wirst uns ja hoffentlich ganz viele Bilder schicken, dass wir die posten können. Und wie gesagt, folgt der Gina auf Instagram, da seht ihr das alles. Also das ist wirklich nicht ein Camper, wie ihr euch Camper vorstellt, sondern das ist eher schöner Wohnen im Camper, würde ich jetzt sagen. Wie war das, als ihr dann finally losgefahren seid? Also erstmal, ich muss ganz kurz eine Situation noch erzählen, bevor wir dann halt, bevor ich das erzähle, war der die Nacht, wo wir diesen Camper abgeholt haben und das dann unser Leben sein sollte. Und wir nachts an diesem Campground ankommen und wir keine Ahnung hatten, was wir eigentlich tun. Wir wussten nicht, wo wir die Slides aufbauen. Ja, also unser Ding hatte hier 5 Slides. Wir wussten nicht, welche Knöpfe wir drücken sollten. Slides sind so Sachen, dass der Raum vergrößert wird und aufgemacht wird. Das haben so amerikanische Camper, für die, die es nicht wissen. Genau, wo man den Pups also schaut, da, quasi auch den Lichtschalter. Wie geht das Licht an? Und gar nichts. Ja. Und ich stand nur da und habe uns wirklich ernsthaft gefeiert für diese Naivität und für diese Lebenshungrigkeit und einfach ohne Rücksicht auf Verluste, wir machen das, scheißegal, wir haben jetzt gar keine Ahnung, was wir hier eigentlich tun, aber wir tun es. Und ich habe das einfach so gefeiert. Also ich war so müde, auch von dem allen, was davor passiert ist, weil das alles ist ein absoluter Prozess, auch diese Zweifel, das möchte ich auch erwähnen, diese Zweifel. Meine Kinder haben geweint, als ich ihnen gesagt habe, dass sie ihre Freunde nicht wiedersehen, dass sie ihre Lehrerin nicht mehr wiedersehen, also diese Betreuung und so. Und da kommt natürlich der Kopf wird ganz laut, der wird ganz laut und man unterschätzt den Kopf extrem. Der dann sagt, naja, stimmt das dann auch alles? Auch die Kindersachen. Ich habe alles weggegeben, weggeschmissen oder so. Die Kinder haben wirklich nur noch Legos und Magnetbausteine und so. Weil wir können ja nicht hier viel haben, ne? Nein, geht ja vom Gewicht gar nicht, ne? Nee. Und was ist das Resultat? Die spielen in der Natur, oder? Dieser Prozess, seine Kinder zu sehen, wenn man mit ihnen auf den Hike geht, auch zu sehen, wie sehr sie auch gefüttert wollten, dieses mach was mit mir. Und jetzt nach dem 4. Mal hiken, dieses Gespräch hatte ich gestern mit Marc, zu sehen, auf einmal kickt die Fantasie in. Also fängt die Fantasie an, ich komme mal schon so ein englischen Spaß raus, da kommt dann die Fantasie raus und sie fangen an, loszulassen, sich gehen zu lassen diesbezüglich und auf einmal fangen sie an, da irgendwelche Schätze zu suchen und dann wo ich sage, wow, das hat ein bisschen gebraucht, weil sie es nicht gewohnt waren. Normales amerikanisches Kind wird in einer Nachbarschaft groß, wo auch nicht alleine Fahrrad gefahren werden darf und nicht alleine rausgegangen werden darf wegen den fahrenden Autos und was nicht alles. Die Kinder können hier nicht wirklich frei sein. Hier habe ich die Möglichkeit, meine Kinder einfach sein zu lassen, ohne permanent zu sagen, oh, mach das nicht oder pass doch auf und wie auch immer. Ja, also und dann hier ewig, also man sieht, also nicht ihr leider, aber ich sag's euch, du siehst es gerade, wo ich ist. Hier ist noch Painter's Tape überall an den Fenstern und so und wir haben fast 2 Monate renoviert. Renoviert und wir sind bis heute nicht fertig und ich habe gesagt, lass uns bitte losfahren, ja. Weil das ist dieses, alles muss perfekt sein, richtig. Bevor und da habe ich gesagt, nichts muss perfekt sein. Alles ist always, immer work in progress und niemals wird irgendwas perfekt sein und deswegen, ich möchte mich in Bewegung setzen und
Ja, und jetzt sind wir einfach losgefahren und es kleckert sich alles. Ja, und so kleckert sich auch das Leben. Und ja, und deswegen, ich war einfach nur neugierig. Es war schön, loszufahren. Ich habe gelernt durch meine Vergangenheit und all die Dinge. Ich habe so viel zu erzählen, weil ich als Kind, wie gesagt, schon anders programmiert wurde. Meinen Kopf auch auszuschalten und mich einfach gehen zu lassen. Und deswegen Dinge auch nicht mehr in Frage, also so in Frage zu stellen. Das heißt nicht, dass ich meinen Kopf nicht einsetze, aber ich reflektiere schnell, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, da verfällt der eine oder andere, und das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass es wie im Sumpf auch stecken bleiben ist, ne, zu sagen. Und dann kommt noch Familie und Freunde hinzu, die sagen, na, nee. Die ihre Angst dann auch noch einbringen und ihren ganzen Rucksack noch mit dabei haben und auf dich ausschütten. Ne? Ja, und dann sagst du, nee, lieber nicht. Und jetzt sagen die wahrscheinlich alle, oh, wie toll, Gina, und was für ein tolles Leben und wie klasse. Und das ist wahrscheinlich. Du brauchst es uns ja hier nicht. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, ich bin sehr, sehr sensibel. Ich kann mir gut vorstellen, na, die hat gut reden, ne? Die fährt da jetzt mit ihrem und die hat ja jetzt Geld und die kann das jetzt hier alles genießen, ist ja auch alles Urlaub. Aber dass das jetzt über einen Prozess war von 2 Jahren mit viel Schmerz und auch mit vielen Entscheidungen und mit den absolut gegen den Strom zu schwimmen und sich zu analysieren unglaublich viele Entscheidungen zu treffen. Das war jetzt nicht, ne, eine Entscheidung, die einfach mal so gefallen ist und dann fiel uns alles in den Schoß, sondern das ist eine Reihe von Entscheidungen gefallen, die nicht einfach waren. Ja, und ne? Auch eine sehr, sehr krasse Arbeit an dir selbst mit deinem Partner und mit eurer Familie. Ne? Also das ist ja wirklich etwas, so bewusst in diesen Dialog zu gehen. Wollen wir das? Welche Erwartungen hast du? Welche Erwartungen habe ich? Was ist für die Kinder richtig? Ne? Also da sind ja so viele Themen involviert, die ja wichtig sind zu besprechen. Also das kann ich ganz gut verstehen, dass das ein Prozess ist. Und am Ende kann das auch jeder. Ne? Also irgendwie so ein Stückchen in seinem Leben kann das ja auch jeder so gehen. Muss vielleicht nicht so eine krasse Veränderung sein, aber so ein Stückchen kann jeder sagen, ich bin nicht happy und da bleibe ich nicht, sondern ich gucke, wie ich das löse, um wieder happy zu sein. Und da muss man nicht immer warten auf irgendetwas, ne? Nee, und das absolut. Und das, was wir hier durchlebt haben, das ist ein Konzept, das kann man auf alle Größen und Formen rendern. Ob es jetzt eine Ernährungsumstellung ist, weil, ich weiß auch nicht, XYZ, oder ob das jetzt ich möchte irgendwas in meinem Leben verändern. Sollte ich mich von einem Familienmitglied auch verabschieden, weil der mir nicht gut tut? Oder aus einer Partnerschaft oder was oder auch immer. Partnerschaft, ne? Oder umziehen oder Jobwechsel. Das sind genau diese Themen, wo ich sage, wenn du nur dieses leichteste, kleinste Gefühl hast, dass etwas nicht stimmt und dass du eventuell etwas verändern solltest, hör auf diese Intuition, die dir was ins Ohr flüstert. Alles, was du wirklich machen, aktiv machen musst, ist dich dem hingeben und den ersten Schritt zu machen. Dich vielleicht nach einem neuen Job einfach nur umzugucken, kein Interview zu machen. Ja, oder vielleicht ein Interview machen, gucken, wie es läuft. Ne? Was die oder das. Sagt, oder, ne? Vielleicht, also das sind die kleinsten Schritte oder ja, und ich glaube einfach, sich zu lösen von diesem Gedankensatz, den sich lösen von Familien, von Bewertungen. Glaubenssätzen und so, ne? Das ist das. Wie ging es denn dann mit Marc weiter? Hat er denn dann seinen Job gekündigt? Also, es glaubt mir keiner. Ob ich das alles niederschreibe, das solltest du vielleicht tun. Wirklich, Leute denken, ja. Ist das ein widerlicher Hollywood-Schnulzenscheiß? Sowas würde es im Leben nie passieren. Also Leute, schreibt uns doch mal, ob ihr euch ein Buch von der Gina wünscht. Vielleicht gibt ihr das so ein bisschen. Guck, du hast es, wie war das mit dem Aussprechen, Ausrufen? Jetzt haben wir es sogar auf Ton.
Ja, aber also in den USA, also in Deutschland ist es 10 Jahre, in den USA ist es 2 Jahre, sollte man ein Haus halten, damit man, ich sag, steuerlich nicht in Anführungszeichen bestraft wird. Man muss halt draufzahlen, wenn man das Haus nicht länger hält als 2 Jahre. Ja, weil das So. dann Interinvestment oder irgendwie so, ne? Da, Ja, ja, geht dann so. quasi alles rückwärts und da schießt man selbst ins Knie mit. Wo wir auch dachten, Ach Mist, okay, ja. irgendwie kann man 1 plus 1, das wird hier irgendwie nicht 2. So, und bevor wir das Haus verkauft haben, aber wir waren quasi schon active under contract, das heißt, wir waren quasi schon in Abwicklungsprozess mit dem Käufer, wurde Mark spontan gekündigt. Und durch diese Kündigung, das wussten wir aber auch nicht sofort, natürlich fällt man aus allen Wolken, oh, die Sicherheit, oh mein Gott, was wird jetzt passieren? Durch die Kündigung hat Mark nicht eine große Abfindung bekommen, natürlich nicht, weil er noch nicht lange in diesem Job war. Aber durch diese Kündigung, bevor wir das Haus verkauft haben, haben wir einen absoluten steuerlichen Vorteil jetzt, einen richtig guten steuerlichen Vorteil. Das heißt, das hat uns jetzt quasi nochmal was dazu geschenkt, dass wir also die Arme hochgerissen haben. Das haben wir wirklich erst 2 Wochen später erfahren, dass wir da geschenkt wurden. Ja, er natürlich hatte er im Kopf, er möchte kündigen, aber der Kopf hat auch gesagt, naja, halt erst mal fest, Ja, komm, wir bis kündigen alles und Auto erstmal. gekauft und ihr unterwegs seid und was. Oh. Ja, macht ja auch Lass Sinn, es ne? doch mal probieren. Vielleicht klappt es ja auch on the road hier mit dem Job und so. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Nicht kündigen, mach das mal nicht. Sicherheit, Sicherheit, hier, Sicherheit. Nö, das wurde uns mal schön aus der Hand genommen und gesagt, hier, Sicherheit, ne? Von wegen. Wir nehmen dir die Entscheidung ab und auf Wiedersehen quasi. So, ne? Wo ich auch sage, es kann nicht wahr sein. Das glaubt uns kein Mensch. Das glaubt uns kein Mensch. Ja. Was ist Und jetzt der Plan? Also ich meine, ich verstehe schon, ihr habt keinen Plan, ne? Aber ja. so mal, was ist jetzt sozusagen das größere Bild, in das ihr jetzt hier hineingefahren seid? Also ihr seid jetzt erstmal in die Berge, ihr seid jetzt im schönen Zion Nationalpark, ihr wart in Colorado, glaube ich, schon, gell? Was Genau, genau. sind jetzt so, was ist jetzt so die eventuelle Aussicht auf das, was kommt? Ja, also auf jeden Fall jetzt ein bisschen Tempo rausnehmen. Wir werden jetzt uns noch das Balloon Festival an. Also erstmal Arizona kommt noch mit Sedona, was übrigens so kleine Randnotiz, die energetischste, geladenste Ja. Stadt der ganzen USA sein soll. Und da spirituell gesehen, da bin ich Ja. richtig gespannt, ohne Erwartungen. Dann werden wir nach New Mexico wieder, um dort dieses Balloon Festival zu sehen. Und dann werden wir überwintern in Florida. Weil in Zukunft haben wir uns überlegt, dass eine Alternative, also dass wir entweder in Texas kaufen Land oder in Florida, in ferner Zukunft, wie gesagt. Wenn die Preise ein bisschen runterkommen, weil wir haben das Haus natürlich auch verkauft, einfach weil wir davon ausgehen, das möchte ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass wir eine Market Crash bekommen, also dass wir wirtschaftlich gesehen es noch nicht erlebt haben, sondern dass es uns noch bevorsteht, ohne jetzt hier den Teufel an die Wand zu malen, da sollte sich, also wir haben uns total einfach darauf vorbereitet. Ist nicht so, dass wir jetzt alle schreiend irgendwie uns verkriechen sollten, sondern einfach Weise überlegen sollten jetzt, ne? Ne? Das heißt, ihr habt jetzt schon vor, erstmal vielleicht ein Jahr oder so unterwegs zu sein, um vielleicht zu gucken, wo es euch gefällt und da dann möglicherweise, wenn die Bedingungen stimmen und die Situation stimmt, euch wieder doch irgendwann dann niederlasst. Ich meine, irgendwann. Absolut. Also ein Traum von mir, und ich sage das immer so gerne, ist, um die 500 Acres zu kaufen und ein spirituelles Disney World aufzubauen, weil ich einfach auf Leute stehe. Da geht mir richtig einer ab, auf Leute, die sich persönlich weiterentwickeln wollen und nochmal eine andere Lebenserfahrung. Also es ist total schwierig.
aus deinem Körper herauszuwachsen, weil die Bedingungen um einen herum einen quasi immer wieder in den Stuhl ziehen. Das ist durch Familie, das durch ist übrigens Körper. Genau das, was dieser Michael Singer gemacht hat. Und wenn du dieses Buch liest, der hat ein spirituelles Zentrum entwickelt in Florida. Und anhand dieses Buches beschreibt er, was alles passiert ist für Craziness und wie die Dinge zusammengekommen sind. Und seine Situation war quasi immer dieses, ich bleib da drin, ich surrender. Und dann ist dieses spirituelle Zentrum immer größer geworden und größer wie so ein Ashram, ne? Größer geworden. Und dann sind mehrere Dinge dazugekommen. Aber alles ist so passiert irgendwie. Und da, du musst das Buch mal lesen. Das ist sehr interessant, weil das beschreibt eigentlich genau das, was du das gerade finde so ich erzählst. Super, das finde ich so witzig, weil ich stelle das wirklich so vor, so Dinge, die uns erden, die uns beleben. Also ich habe ganz viel Lust, Wasser also zu bauen, je nachdem, wo wir sind, aber Wasser fließen zu lassen. Das heißt, Dinge ja das dann auch durch Menschenhand zu kreieren, mit Feuer zu arbeiten, ganz viel mit Erde zu arbeiten und da irgendwie anzudocken und Räume zu bieten mit Menschen auf dieser Erde, wo du dich einfach noch mal ganz, ganz auf einem anderen Level erfahren kannst. Und das wünsche ich mir, wie das genau ist, was das genau ist, wann das genau ist. I don't know, muss ich auch nicht wissen, aber das ist so ein Wunsch, den ich mir, ich weiß nicht, ob dir Ayahuasca was sagt. Genau, und ich glaube, da möchte ich gerne noch weiter eintauchen, weil ich diese Hülle von diesem menschlichen Sein, diese Erfahrung auf dieser Erde und ich durch, also ohne jetzt abgefahren zu klingen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer denkt, so was geht denn da eigentlich in den Köpfen ab? Aber durch die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, durch die Dinge, die mir widerfahren sind, gebe ich sehr viel Vertrauen in die Lebensweise, Höre, in das in die Höre. Höhe. Man spricht ja auch Genau. von dieser Fifth Dimension, ne? Von dieser Fifth Dimension. Ja. Absolut. Und da noch weiter reinzugehen, da habe ich richtig Bock drauf. Und es ist wirklich, weil wir hier auf der Erde sind, schwer. Es ist schwer, sich von bestimmten Themen zu lösen, aus dem alten Erlernten rauszukommen, weil wir sind einfach ein Computer, der seine Programme fährt. Und wenn wir da nicht einen Cut machen und auch radikal sind, und da bin ich halt reich beschenkt, weil ich bin ein sehr radikaler Mensch, auch was Ernährung betrifft, da radikal auch einen Cut zu machen und zu sagen, ich reiß diese, sagen wir jetzt mal hier, CD raus oder Festplatte, ne? Das ist dieses raus. Programm, mit dem wir gebraucht haben. Ich weiß schon, was du meinst. Und spannend, spannend. Ja, genau. Also so stelle ich mir das vor, weil ja, ich stelle mir einfach nur unglaublich viel Land vor und das würde ich gerne besitzen und füllen mit Menschen, die ähnliche Bedürfnisse haben und die besuchen aus unterschiedlichen Ländern und ja, zusammen mit mir, auch Musik soll ein ganz großes Thema sein, wenn zum Beispiel zusammen am Feuer sitzen oder so und so. Das stelle ich mir super romantisch und toll vor. Aber wie gesagt, das alles ganz ferne dazu. Jetzt erstmal entdecken und genau. Verschiedenen vielleicht auch erstmal nochmal ankommen, ne? So war ja jetzt auch eine ganz schön aufregende Zeit für eure Familie. Ja, also sehr, sehr, sehr intensiv, würde ich sagen, so die Erlebnisse. Ich kann mir vorstellen, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 3 Stunden erzählen. Was ist so dein der größte, was war so der die größte Veränderung, die du mitgeben möchtest an Menschen oder aus dem, was du gemacht hast, was wäre die meiste Hilfe, die du jetzt den Menschen, die zuhören, geben kannst, dass sie ein ganz kleines Stück auch in diese Richtung gehen können, in ihrem Leben, aus deinen Erfahrungen? Was war so der erste Stein, so der erste Funke oder so das, was du den Zuhörern mitgeben kannst als Impuls, was sie in ihrem Leben umsetzen können? Also, wenn es um Veränderung geht allgemein und sie diesen Schritt,
Ich frage normalerweise an der Stelle immer so, was würdest du anderen Auswanderern raten? Ja, aber ich glaube, dass dieses Thema hier nochmal viel intensiver ist, einfach weil ihr euer Leben komplett umgekrempelt habt, weil ihr euch komplett umgekrempelt habt von Inside Out. Und deswegen würde ich die Frage hier jetzt heute mal ganz anders formulieren, nämlich eher so, was ist so dein Tool oder eine Strategie, die du jetzt den Hörern mitgeben kannst, die sich komplett wiederfinden in dem, was du so gesagt hast, was sie tun können. Ich habe eine ganz, ganz tolle Metapher und ich glaube, die kann man wie einen Filter auf viele Situationen drüberlegen. Und zwar, als ich 19 war, hatte ich mich dazu entschlossen, Fallschirm zu springen. Und als ich in dem Flugzeug war, ich wollte aus diesem Flugzeug springen. Das war mein Bedürfnis. Und das Bedürfnis, fill in the blank, was immer du möchtest, das war dein Bedürfnis. Und als es dann aber hieß, der Fallschirmspringer, mit dem ich zusammenspringen sollte, sagte dann, mach die Tür auf und setz deinen Fuß, als wir oben in der Luft waren, unter den Flügel. Mein Hirn, mein Kopf hat sofort gesagt, sag mal, niemals im Leben, warum sollte ich das tun? Mein Kopf habe ich noch nie in meinem Leben bis dato, wo ich 19 Jahre alt war, so laut schreien hören. Und da fing innerer Dialog, alles natürlich super schnell, ne, an. Ich bin doch hierher gekommen mit dem Wunsch, aus diesem Flugzeug zu springen. Und mein kapituliert gerade und schreit und ist quasi in einem Überlebensprozess. Und das ist egal, ob wir uns da entscheiden, nach Frankreich auszuwandern, uns scheiden zu lassen, den Job zu wechseln. Dein Kopf wird sich immer einsetzen und schreien, weil Das dein ist Kopf immer der Saboteur sozusagen. Ja. bleibt dort, wo du bist, weil Das ist da der bist du Michael sicher. Singer beschreibt das als Roommate, der sich immer wieder einmischt in dem Untethered Soul, by the way. Ja. Also diese innere Stimme shutdown, also die abstellen, zumindest mal für einen Moment, ja, um dann eine andere Entscheidung zu treffen. Das ist es, was du Bewusst sagst. zu machen, was passiert denn hier gerade? Was, ich bin doch hier oder ich habe diese Emotion, die ich spüre, es soll sich was verändern, die ist aus meinem Herzen. Es ist eine Intuition. Ich spüre hier etwas und dann fängt an, der Kopf sich Ja. einzuschalten, da mehr zu sagen, auch Abstand von zu nehmen und liebend Abstand von zu nehmen, diese Dinge zu hören, das dann mit einem Lächeln zu betrachten, sagen, Dankeschön, aber ich bin hier und ich empfinde das und ich möchte diesen Schritt gehen, um XYZ zu erleben. Megatipp. Und Ja. sich dem hinzugeben. Mein Kopf hat sich angeschrien. Ich hätte mich heulend da auf den Boden schmeißen Ja, können und mich glaube ich. direkt Ich habe den hingeben. Kampf miterlebt. Also du hast den ja auch geteilt auf deinem Instagram-Profil, ne? Und da war ganz oft so dieser Kampf zwischen Herz und Kopf und Herz und Kopf und soll ich jetzt und wie ist das richtig und so. Das ist ein super Tipp. Also, dass du wirklich wertschätzt, dass der Kopf da ist, ihm aber auch erlaubt, leise zu sein, um dann nochmal tiefer in dein Herzspace zu gehen und aus dem Herz heraus zu entscheiden, wo du wirklich hin möchtest und vielleicht dann den Kopf anders benutzt, um das dann abzuwickeln oder auf den Weg zu bringen, aber nicht in dem Moment, wo die Entscheidung zu treffen ist. Das ist das, was du sagst, Vor ne? allem, wenn man beschenkt werden möchte und wenn man wirklich Fahrer dieses Fahrzeugs sein möchte und beschenkt werden möchte von Dingen, die einem halt so entgegengebracht werden sollen, dann musst du einfach lernen, dein Gesicht in den Wind zu halten und die Augen zu schließen und dich Ja. treiben zu lassen, Und den dich wie. Schmerz manchmal zu fühlen, ne? Das gehört auch dazu, durchzustehen. Aber das ist auch Kampf des Körpers, ne? Angst ist ja dieses Irdische und Festhalten an Dingen und dich dem aber auch hinzugeben und sagen, ja, das tut jetzt gerade alles weh. Ja, mein Kind weint jetzt gerade und das ist alles doof, sich von Dingen zu verabschieden. Aber wir sind hier, weil wir ein Ziel vor Augen haben. Und da müssen wir jetzt alle durch. Letztendlich werden wir alle strahlend halbnackt über eine Wiese und uns das Leben freuen, ne? Ja, Aber ja. in es tut manchmal weh und das Leben ist auch nicht immer lustig. Aber um dorthin zu kommen, muss man manchmal durch Scheiße gehen. Um am Ende nackt über die Wiese rennen zu können, musst du dann halt manchmal über steinige Hügel hopsen Glühende und Kohlen oder was auch immer. sag Liebe, mal. liebe Lisa, sehr inspirierend und ich
kann mir vorstellen, dass das auch nicht alle tragen. Das ist auch gut. Das ist auch, wenn das jetzt was mit dir macht und du das Gefühl hast, über was reden die zwei jetzt, dann haben wir eigentlich was ganz Besonderes erreicht, weil dann hat das was in dir bewirkt. Und in dem Moment, wo du dich vielleicht dagegen auflehnst, dann solltest du mal tiefer doch reinschauen, was da ist, warum du dich auflehnst. Und wir werden dich auf jeden Fall verfolgen und deine Reise teilen und Bilder von dir teilen und natürlich deine Social Channels teilen, sodass die Leute dich auch anschreiben dürfen. Aber wirklich positive Energie, ihr Lieben, ihr wisst, jeder ist in seinem Leben sein Fahrer und da steht es nicht zu den anderen zu beurteilen, sondern wirklich eher zu unterstützen. Das ist zumindest meine Philosophie. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Danke dir. Und es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur geradeaus. Huch. Ich danke dir und tschüss zum Sein-National-Pod. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Gespräch mit der Gina gefallen. Es ist ein bisschen länger geworden, aber ich denke, ihr versteht warum. Wir hätten jetzt noch Stunden sprechen können. Ja, wenn ihr jetzt auch Lust habt, euer Leben zu verändern, was neu zu machen, dann ist es nur ein Schritt entfernt. Und der eine Schritt könnte vielleicht sein, sich unsere Auswanderer-Checkliste runterzuladen. Die findest du unter www.muttersprachepodcast.com/Checkliste, um einfach diesen ersten Stein ins Rollen zu bringen. Ansonsten schön, dass du da warst. Bis nächste Woche, deine Monique.